Wie ist das Urteil über einen Muslim, der bestimmte Sünden macht und einen anderen Muslim kennt, der dieselben Sünden macht? Er denjenigen aber sagt, er soll es nicht machen, weil es eine Sünde ist. Er aber es selber macht. Ist man da ein Heuchler? Allah Azza wa Jal sagt, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Befiehlt ihr etwa den Leuten das Gute, während ihr selber das Schlechte macht? Befiehlt ihr etwa den Leuten das Gute, während ihr selber das Schlechte macht? Habt ihr keinen Verstand? Deswegen, eine Person soll sich erstmal um sich selber kümmern und er soll diese Sache ablegen, bevor er zu anderen geht und ihnen sagt, dass sie dieses und jenes falsch machen. Wallahu ta'ala ala.